Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Fruki Plays. Lange ist's her, wir haben eine neue Taktik am Start und zwar die 4-2-3-1, die auch in E-Sportler-Kreisen die letzten Jahre immer sehr, sehr beliebt war. Deswegen werde ich euch jetzt die 4-2-3-1 vorstellen, wie ihr sie spielen solltet und was für Taktiken ihr am besten nutzt. Wie immer gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen, dann verpasst ihr nichts mehr und checkt natürlich auch die anderen Videos hier ab. Tutorials, Taktiken haben wir ja sehr viele. Jetzt nicht beachten, ihr könnt es bei sehr defensiv, defensiv, offensiv oder sehr offensiv aufstellen. Ihr müsst dann nur ingame dann dementsprechend auch das Ganze mit dem Steuerkreuz aktivieren. Ich persönlich werde das jetzt Ganze hier bei der sehr offensiven Taktik verändern. Ihr solltet im Defensivstil garantiert ausgeglichen bleiben. Druck nach Fehlern, Pressing nach Ballverlust, ständiger Druck, das ist alles nicht so geil. Bei der Breite, dadurch, dass ihr eine Viererkette spielt, solltet ihr dort relativ moderat bleiben. Also ich würde wirklich mindestens 45 haben und maximal 55. Da könnt ihr für euch entscheiden, ich bleibe hier bei einer 50. Bei der Tiefe würde ich auch mindestens bei 51 und maximal bei 65 sein. Ich werde natürlich meine Sachen euch vorgeben, aber ich sage euch immer auch so einen Bereich, wo ihr selber einfach ein bisschen ausprobieren könnt. Ich werde hier bei der Tiefe auf 59 gehen. Aufbauspiel, ausgeglichene Chancenerarbeitung, direkte Pässe. Nicht hier langsamer Aufbau, schneller Aufbau, langer Ball würde ich nicht spielen. Direkte Pässe ist etwas, was cool ist, damit einfach viele Räume immer wieder ganz schnell geschaffen werden. Ansonsten würde ich auch die anderen Sachen hier ehrlicherweise nicht empfehlen. Bei der Breite im 4-2-3-1, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt eine Viererkette. Ich werde euch natürlich auch gleich in der Taktiktafel alles erklären. Aber dadurch, dass ihr eine Viererkette habt, auch hier in der Offensive nicht zu hoch gehen, aber ganz wichtig eben nicht zu niedrig, weil ihr braucht eure Außenverteidiger dieses Jahr. Deshalb auch hier, ich würde fast schon sagen, ein Minimum von 45 und ein Maximum von 60. In dem Bereich könnt ihr euch versuchen zu positionieren. Ich werde hier auf einer 51 bleiben. Spieler im Strafraum 6. Ecken und Freischüsse könnt ihr selber entscheiden. Ihr könnt hier auch mal ein bisschen hochgehen, also 6, 7 so um den Dreh würde ich empfehlen. Ich persönlich bleibe da auf der 6. So, und zwar geht es um diese 4-2-3-1 mit drei ZOMs und nicht mit den RM und LM. Ganz einfach erklärt, ihr wollt die ZOMs quasi etwas zentraler haben und nicht so ganz auf Außen, weil dann könnt ihr direkt 4-4-1-1 spielen. Natürlich, das Video findet ihr auch auf meinem Kanal, aber das 4-2-3-1 ist quasi ein noch kompakteres 4-4-1-1. Hier ganz wichtig, vorausgesetzt, ihr habt keine Finesse-Spieler, dann immer Linksfuß links und Rechtsfuß rechts. Natürlich, falls ihr einen Salah zum Beispiel habt, solltet ihr ihn auf der rechten Seite spielen für die angeschnittenen Schüsse. So, dann kommen wir zu den Anweisungen. Dort ist das Ganze so, ich würde bei der Viererkette auf beiden AVs hinten bleiben spielen und auch nichts mit übergreifend oder so, sondern wirklich hinten bleiben. Torhüter kriegt wie immer Flankenfänger und Torwart-Libero. IVs bekommen gar nichts. Die beiden ZMs bekommen hinten bleiben bei Angriffen und auch ansonsten wirklich gar nichts. Also nicht Passwege zustellen oder Mitte abdecken oder so, sondern dieses hier einfach, die sollen hinten bleiben und ihren Job hinten regeln. Ich muss auch sagen, die 4-2-3-1 ist wirklich sehr kompakt. Also defensiv seid ihr mit dieser Formation sehr, sehr gut gewappnet. Ist keine Fünferkette. Ihr habt dafür eine Viererkette, die wirklich sehr gut steht. Die beiden ZMs stehen gut. Plus die drei ZOMs, dadurch, dass sie quasi Mittelfeldspieler sind, agieren besser nach hinten. Und da spielt ihr auch defensive Verstärken auf den drei ZOMs, also quasi auf allen. Und im Sturm ganz wichtig, Abwehr überlaufen, kein defensive Verstärken da reinmachen. Ich würde aber, wenn ihr in-game seid, einfach mal Pfeiltaste nach unten, Pfeiltaste nach oben, dass der Stürmer auch ein bisschen sich zurückfallen lässt in die Abwehr, wenn der Gegner den Ball hat. Ihr könnt es mal ausprobieren, wie das für euch ist, hier für Flanken in den Strafraum. Dann ist das Ganze so, dass wenn man über außen durch ist, dass die dann mehr in den Strafraum reinlaufen. Ich bin aber nicht so ganz großer Fan davon bei der Formation. Wir werden jetzt gleich auch sehen, warum, wenn wir dann gleich in-game sind. Und ja, das sind jetzt erstmal die Taktiken und Anweisungen. Das wirkt jetzt natürlich relativ defensiv, Leute, aber ihr werdet merken, in-game ist das gar nicht so schlimm. Dieses defensive Verstärken würde ich generell euch bei fast jeder Formation empfehlen, damit die einfach ein bisschen mehr nach hinten auch machen, damit die den Gegner stören. Ich verrate erstmal nicht zu viel. Ich muss es euch zeigen in der Praxis in-game und wir gehen jetzt mal ins Game. So, dann wollen wir mal reingehen und das Ganze mal ausprobieren. Ne? Hier Pfeiltaste nach unten, Pfeiltaste nach oben und let's go. Ne? Ihr steht dann eigentlich mit den AVs immer ganz gut. Ne? Ihr solltet aber schon darauf achten, dass ihr die ab und zu in dem einen oder anderen Angriff auch mal mit nach vorne nehmt. Ne, hier, ihr seht jetzt schön auf den Außen ein bisschen Platz. So, und ihr seht jetzt, bei Ballverlust, Leute, stehen direkt die Spieler halt auch da, ne? Also eure beiden ZM stehen schön vor der Viererkette. Eure Viererkette steht. Ihr müsst dann vielleicht gucken, dass ihr ein bisschen manuell die ZOMs so ein bisschen zurückzieht. 4, 2, 3, 1. Ihr seht, man kann auch sehr schnell durchs Zentrum spielen. Das funktioniert bei der Formation auch ganz gut, weil ihr eben sehr viele Spieler dort habt und dann, ja, sitzt der Ball eigentlich, wenn ihr das ganz gut und clean macht, Leute. Ihr werdet merken, mit der Formation kann man auch schneller nach vorne spielen, also so ein bisschen Richtung Kontern gehen und ihr habt sehr gute Abstände in der Abwehr. Schaut euch das jetzt mal an, wie mein Mittelfeld steht. Da ist zu, Leute. Guckt euch mal an, wie eng das hier ist. Da kannst du nicht durch. Habt ihr gerade jetzt in der Situation gesehen. Haaland jetzt hier auch so ein bisschen auf Außen, ne? Das ist ja der linke ZOM quasi.
Der guckt dann immer so ein bisschen nach Situationen. Sind die dann entweder innen oder etwas weiter außen? Ich werde euch gleich an der Taktiktafel nochmal genauer erklären. Seht ihr so ein bisschen wieder in der Grundordnung, ne? Wenn ihr mit den IVs den Ball habt, ihr habt die beiden ZMs. Ihr habt aber auch immer eure Außenverteidiger frei, merkt euch das. Also theoretisch, wenn ihr unter Druck seid, könnt ihr immer diesen Ball hier spielen und euch einfach befreien. Aber ihr werdet sehen, ihr werdet eigentlich genug Anspielstationen in den Situationen haben. Guckt mal hier jetzt auch wieder. Ihr habt immer auf den Außen Anspielstationen, im Zentrum genug Anspielstationen und auf Dauer, ne, wenn ihr da wirklich die Ruhe behaltet und es nicht dumm macht, werdet ihr schöne, gute Spots haben. So, zack, um den Strafraum herum, da steht wieder euer Sechser. Dann könnt ihr auch ab und zu mal so den Trivela probieren. Ne, schön. Das Klassische halt, Freunde. Ne? Es ist, vieles ist natürlich am Ende des Tages auch gleich, ne, wenn man verschiedene Taktiken spielt. Ich muss sagen, das hier ist eine sehr kompakte Taktik. Also wenn ihr selber die spielt, werdet ihr schon merken, eure Mannschaft steht eigentlich vor allem, wenn der Gegner den Ball hat, wirklich sehr, sehr gut. Und nach vorne ist das einfach minimalistisch. Ne? Ihr müsst nicht viel machen. Das ist einfach basic spielen, so wie ich auch großer Fan bin. Ne? Ich spiele ja selber jetzt auch nicht mit vielen Tricks und Bugs und sonst was, sondern es ist einfach an sich einfach nur cleanes Passspiel und cleane Bewegung, cleaner Abschluss, wie hier jetzt zum Beispiel auch, ne? Das ist einfach ganz simpel, passen, 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 schießen, Tor, und dafür ist die Formation perfekt und es ist halt auch perfekt für die Ruhe da hinten. So sieht unsere grundsätzliche Ausrichtung aus im 4-2-3-1. Ihr seht, es ist ähnlich wie beim 4-4-1-1. Ich muss aber sagen, beim 4-4-1-1 wäre der Spieler nochmal einen Ticken weiter vorne und die nochmal einen Ticken weiter außen. Also es ist schon nochmal ein bisschen anders. Man hat auf jeden Fall mehr Space im Zentrum, ne? Also da sind einfach mehr Räume gegeben. Man kann mehr durchs Zentrum spielen und man hat eben diesen ZOM wirklich als klassischen Zehner, ne, und eben nicht noch einen zweiten Stürmer oder so, sondern einen klassischen Zehner. Im Grunde genommen ist wichtig, dass ihr auch hier wieder versucht, über die Außenverteidiger aufzubauen. Die sind ja sowieso hinten, also das heißt, ihr werdet den Spieler jetzt nicht hier haben, sondern ihr habt den hier und ihr könnt dann in diesen Spots eigentlich kaum den Ball verlieren, weil ihr immer wieder die Möglichkeit habt, zu eurem Außenverteidiger den Ball zu lösen. Aber ihr könnt es auch schnell machen, indem ihr hier mit euren Sechsern auf eurer äußeren ZOM spielt und den Ball nach vorne bringt. Wichtig wird sein, dass ihr nicht zu häufig diesen Ball hier spielt, weil wie ihr merkt, ist euer Stürmer da vorne recht alleine. Das heißt, wenn ihr den spielt, müsst ihr den Ball erstmal festmachen, weil hier alleine gegen die ganze Abwehr wird schwierig. Das heißt, dort ein bisschen Ruhe. Ihr könnt also den Aufbau je nach Situation manchmal langsamer gestalten, manchmal halt auch schneller durchs Zentrum. Was ich auch cool finde, ist, dass wenn der Ball zum Beispiel auf dieser Seite hier ist, dann rückt dieser Spieler sehr weit mit auf. Ne? Das ist auch beim 4-4-1-1 oder bei einer 4-4-2 oder so nicht der Fall, dass der dann so weit aufrückt. Dementsprechend ist der dann aber weiter außen und ihr habt dann quasi vor allem im Mittelfeld einfach viele Spieler wieder. Ne? Im 4-4-1-1 wäre es wahrscheinlich so, dass der dann hier stehen würde, dass der dann so stehen würde und der würde so hier stehen, zusammen so mit dem auf der Seite. Das heißt, du hast einfach insgesamt eine Überladung im Mittelfeld mit dieser 4-2-3-1. Finde ich persönlich sehr geil, vor allem wenn du dann ins Zentrum spielst, den Ball vielleicht hier rüber spielst, dann hast du halt hier auf der Position immer viele Spieler. Jetzt gucken wir das mal in der gegnerischen Hälfte an. Also hier seht ihr auch, das ist dann ähnlich wie so im 4-3-2-1, da habt ihr auch eure drei Stürmer. Hier habt ihr aber jetzt noch den ZOM und die beiden ZMs, die eigentlich konstant immer auf der gleichen Position stehen. Vor allem durch dieses Hintenbleiben bei Angriffen. Die gehen nicht mit nach vorne, das macht ein bisschen den Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte einfacher. Das heißt, die stehen dann meistens frei. Und dann könnt ihr hier immer die Sechser anspielen und mit den Sechsern dann diese Druckpässe hier probieren. Aufdrehen, Übersteiger, Abschluss. Ne? Ganz simpel. Was ich auch sagen muss, ist, das ist eigentlich die perfekte Formation für angeschnittene Schüsse, weil eure ZOMs stehen schön so in zentralen Räumen. Das heißt, ihr könnt den Ball hier mit Druckpass reinspielen, einmal nach innen annehmen und in die lange Ecke mit angeschnittener Schuss. Oder ihr könnt den annehmen und halt den äußeren Schuss. Ich weiß jetzt nicht, wenn der Patch kommt, wie schlecht die Trivela-Schüsse werden. Stand jetzt funktionieren die noch. Das heißt, hier würde das dann auch sehr gut funktionieren. Ansonsten overall wirklich eine Taktik mit sehr viel funktioniert. Schaut euch unbedingt meine Verteidigungstutorials an. Versucht in der Abwehr einfach die Ordnung zu halten. Das 4-2-3-1 ist wirklich sehr, sehr kompakt. Also ihr seht, wie das jetzt in der Defensive hier aussehen würde. Sehr, sehr heftig. Ne? Also ihr habt hier 4-4-Rakete hinten. Ihr habt eure beiden ZDMs davor. Ihr habt eure 3 ZOMs und noch euren Stürmer. Das heißt, das ist wirklich vor allem im Zentrum maximal zu alles. Und wirklich Ordnung halten und dann kommt der Rest eigentlich von alleine. Denkt dran, in der Abwehr ist weniger mehr. Keine Lücken aufreißen. Dann gibt der Gegner euch meistens schon von alleine den Ball. Das war's mit dem Video. Schreibt wie immer, egal was in eurem Kopf ist, einfach mal in die Kommentare. Testet das Ganze aus, schreibt euer Feedback rein. Ansonsten lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und heute Abend, ich glaube so um 21 Uhr gehe ich live. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Einsamer Wolf auf dem Weg ganz allein, denn der Glaube an mich selbst wird mein Wegweiser sein.